Es gibt 14 Probleme, die begreifen Sie nur dann, wenn Sie hochsensibel sind. Alle anderen Menschen, die begreifen diese Probleme nicht, die schütteln sogar den Kopf darüber. Und Sie können jetzt in wenigen Minuten herausfinden, ob Sie das sind, ob Sie hochsensibel sind. Mein Name ist Martin Werner, ich bin Autor des Buches Die Coaching-Schatzkiste und Sie können sich von mir auch zum Karriere- und Persönlichkeitscoach ausbilden lassen. Einen Link finden Sie unter diesem Video und ich sage am Ende des Videos noch was dazu. Und ich beginne jetzt gleich mit dem ersten Problem, das weniger sensible Menschen oft gar nicht bemerken, als wäre es nicht da, das kommt nicht in deren Radar vor. Vor ein paar Jahren, da war ich bei einer Sommerparty eingeladen, zusammen mit etwa 50 anderen Menschen. Wir standen draußen im Garten und ich unterhielt mich gerade angeregt mit einem Bekannten, als jemand die Musik lauter aufdrehte. Ich konnte meinem Gesprächspartner kaum noch folgen. Also sagte ich, die Musik, die ist wahnsinnig laut. Und seine Antwort war, alles im grünen Bereich, ich verstehe dich prima. Ich fühlte mich wahnsinnig gestresst durch diesen Lärm. Es war fast unmöglich für mich, die Worte meines Gesprächspartners zwischen der Musik noch zu hören und zu verarbeiten. Er jedoch, er kam offenbar prima mit dem Lärm klar und deshalb redeten wir aneinander vorbei. Meine erste Testfrage an Sie lautet also, verstehen Sie dieses Problem? Setzen Ihnen Lärm und Gerüche mehr als anderen zu? Falls das zutrifft, notieren Sie bitte ein Ja und am Ende des Testes folgt dann meine Auswertung, ob Sie hochsensibel sind und wenn ja, wie ausgeprägt. Sie zählen das bitte zusammen. Das zweite Problem. Ist es so, dass die schlechte Stimmung anderer schnell auf Sie überspringt? Betreten Sie einen Raum und spüren sofort, was los ist? Macht es Sie traurig, wenn andere traurig sind? Und packt Sie die Wut, wenn andere wütend sind und sich über eine Ungerechtigkeit aufregen? Stecken Sie Stimmungen anderer schnell an? Sagen Sie Ja oder sagen Sie Nein und zählen Sie bitte Ihre Ja's zusammen. Drittes Problem, das Sie nur als hochsensibler Mensch verstehen. Sind Sie besonders schmerzempfindlich? Tut es Ihnen mehr als anderen weh, wenn Sie eine Spritze bekommen, wenn Sie sich irgendwo stoßen? Falls ja, machen Sie wieder ein Kreuzchen, denn das ist ein Punkt, der für Ihre Hochsensibilität sprechen würde. Viertes Problem. Ist es so, wenn Sie Stress hatten, dass Sie danach Ihren Rückzug brauchen? Brauchen Sie Zeit für sich, wenn Sie unter anderen Menschen waren, wenn Sie auf Messen waren, Kongressen waren, wenn Sie gereist sind? Schöpfen Sie also die Ruhe, die Kraft aus sich selbst? Falls ja, machen Sie wieder ein Häkchen, dann ist ein weiterer Punkt erfüllt, dass Sie hochsensibel sind. Oder sind wir beim fünften Problem, das nur hochsensible Menschen verstehen, und zwar, ist es so, dass bei Ihnen Medikamente, dass bei Ihnen Koffein stärker als bei anderen Menschen wirkt? Kann es sein, dass die normale Dosis für andere Menschen für Sie schon eine Überdosis ist? Kommen Sie mit kleineren Mengen, beispielsweise von Schlaftabletten, aus und Ihr Körper reagiert darauf? Falls das so ist, falls Sie stärker auf Medikamente ansprechen, sagen Sie wiederum Ja und notieren Sie sich das. Und am Ende folgt dann die Auswertung, dann werden Sie sehen, ob und wenn ja, wie hochsensibel Sie sind. Sechstes Problem, das nur hochsensible Menschen verstehen. Ist es so, dass Sie sich schnell und leicht erschrecken, wenn irgendwo eine Stimme aus dem Nichts kommt und Sie haben nicht damit gerechnet? Wenn Ihnen im Haus plötzlich Ihr Partner oder Ihre Partnerin unerwartet begegnet, kann es sein, dass Sie dann zusammenzucken und dass Ihr Herz zu rasen beginnt? Falls Sie sich schneller als andere erschrecken, notieren Sie bitte wieder ein Ja. Siebtes Problem, das nur Hochsensible verstehen, ist es so, dass Sie Oberflächlichkeit hassen, Smalltalk hassen, dass Sie am liebsten bei Gesprächen in die Tiefe gehen und es gar nicht mögen, so an der Oberfläche zu surfen und nur Interesse vorzuspielen, wo in Wirklichkeit keines ist? Falls das so ist, sagen Sie wieder Ja und ein weiterer Punkt ist erfüllt. Und damit bin ich beim achten Problem, das nur hochsensible Menschen verstehen. Hassen Sie es, Fehler zu begehen? Sind Sie perfektionistisch veranlagt? Ist es so, dass es Ihnen richtig wehtut, wenn Ihnen etwas misslingt, wenn Ihnen ein Fehler unterläuft? Sind Sie selbst Ihr stärkster Kritiker, stärker noch als die anderen? Falls ja, machen Sie bitte wieder ein Häkchen und zählen Sie am Ende für die Auswertung zusammen. Und damit bin ich beim neunten Problem. Kann es sein, dass Sie allergisch reagieren, wenn Sie jemand unter Druck setzt, zum Beispiel unter Zeitdruck? Hassen Sie es, wenn Sie nur wenig Zeit haben und eine Arbeit verrichten müssen? Sind Sie jemand, der sich Zeiten viel lieber selber einteilt, als sie so streng von oben diktiert zu bekommen?
Falls ja, machen Sie bitte wieder ein Häkchen und notieren Sie es zum Zusammenzählen. 10. Problem, das nur hochsensible Menschen verstehen: Macht es Sie nervös, wenn Ihnen jemand über die Schulter schaut? Wenn jemand schaut, was Sie gerade arbeiten? Wenn jemand kontrollieren möchte, was Sie tun? Ist es so, dass Sie dann weniger Leistung bringen, als wenn Sie allein sind, für sich sind und selbstbestimmt sind? Falls ja, machen Sie bitte wieder ein Häkchen und zählen Sie es am Ende dann zusammen. Ich bin schon gespannt, was die Auswertung bei Ihnen bringen wird, ob Sie hochsensibel sind oder eher nicht. Denn einige Punkte, die sind bei allen Menschen erfüllt. Ich sage Ihnen dann, wie viele es sein müssen, damit Sie als hochsensibel gelten können. Ich bin beim 11. Problem, und zwar: Tun Sie sich schwer damit, mehrere Dinge zur gleichen Zeit zu tun? Sind Sie jemand, der sich gerne auf eine Sache konzentriert und es nicht so mag, wenn was von der Seite dazwischen fliegt? Liegt Ihnen Multitasking überhaupt nicht? Falls ja, machen Sie bitte wieder ein Häkchen. Und damit bin ich beim 12. Problem, und zwar: Wenn Sie Filme schauen und Sie sehen Gewaltszenen, Sie sehen Morde, Sie sehen Prügeleien, Sie sehen fließendes Blut und Sie sehen jemand leiden, setzt Ihnen das, obwohl es ja nur ein Film und Fiktion ist, setzt Ihnen das mehr als anderen zu? Werden Sie erschüttert von schlechten Nachrichten, wenn irgendwo ein Attentat war, wenn irgendwo Menschen sterben? Falls das so ist, kreuzen Sie bitte wieder ein Ja an. Und damit bin ich beim 13. Problem, das ist jetzt das vorletzte und dann folgt auch gleich meine Auswertung. Ist es so, dass plötzliche Veränderungen Sie ganz besonders anstrengen? Wenn Sie etwas geplant hatten für Ihren Tag und dann kommt was dazwischen, dann laufen die Dinge anders, dann gehen Ihre Pläne nicht auf, kann es sein, dass Sie das ganz besonders stresst? Falls das so ist, zählen Sie bitte ein weiteres Ja hinzu. Und damit bin ich beim 14. Problem, das nur hochsensible Menschen verstehen. Und zwar: Ist es so, dass Streit Ihnen noch lange nachgeht? Wenn Sie mit einem anderen eine Meinungsverschiedenheit hatten, einen Disput hatten, wenn jemand zu Ihnen ein Wort gesagt hat, das Sie gekränkt hat, ist es so, dass Sie das lange, dass Sie das nachhaltig und tief beeinträchtigt? Falls das so ist, zählen Sie bitte wieder ein Ja hinzu. Und jetzt haben Sie die Chance, das alles mal zusammenzuzählen. Nehmen Sie sich dafür etwas Zeit. Wie oft haben Sie Ja gesagt? Und ehe ich zu meiner Auswertung komme, möchte ich Ihnen sagen, jedes der sogenannten Probleme, die ich gerade genannt habe, ist von der anderen Seite betrachtet eine richtig große Chance für Sie. Beispiel: Dass Sie keinen Streit mögen, das lässt darauf schließen, dass Sie ein empathischer Mensch sind, ein begabter Vermittler sind. Oder: Dass Smalltalk Ihnen nicht liegt, das spricht dafür, dass Sie ein Mensch mit Tiefgang, mit aufrichtigem Interesse für die anderen sind. Oder: Dass es Sie nervös macht, wenn Ihnen jemand über die Schulter schaut, das lässt auf eine hohe Eigenständigkeit und einen hohen Selbstanspruch von Ihrer Seite schließen. Also Hochsensibilität, das ist eine wunderbare Neigung, die Sie zu einem ganz kostbaren Menschen macht. Behalten Sie das bitte immer, immer im Kopf. Und hier folgt meine Auswertung. Wenn Sie nur 1 bis 4 Mal die Probleme wiedererkannt haben, dann sind Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hochsensibel. Wenn Sie 5 bis 7 Mal die Probleme wiedererkannt haben, dann kann bei Ihnen eine leichte Neigung zur Sensibilität vorliegen. Wenn Sie 8 bis 10 Mal Ja gesagt haben, dann ist es schon deutlich wahrscheinlicher, dass Sie ein hochsensibler Mensch sind. Und wenn Sie über 10 Mal Ja gesagt haben, dann spricht vieles dafür, dass Sie hochsensibel sind. Schauen Sie unbedingt, um das zu klären, auch noch mein Video über 5 irre Dinge, die nur Hochsensible können. Können Sie das auch? Testen Sie es. Das Video ist in der Infobox verlinkt und wir blenden es gleich noch zum Anklicken ein. Sind Sie ein feinfühliger Mensch, jemand, der gerne zuhört, jemand, den andere oft um Rat fragen? Dann sind Sie vielleicht der geborene Berater. Und daraus können Sie einen Beruf machen, der sich lohnt und der Sie erfüllt, den Beruf des Karriere- und Persönlichkeitsberaters. Seit 2007 bilde ich Menschen zu Karrierecoaches aus und vielleicht wollen Sie dieses Jahr dabei sein und mich persönlich kennenlernen. Dann klicken Sie den Link hier und vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich sehr freuen. Abonnieren Sie meinen Kanal gerne mit Glocke, dann kriegen Sie vor jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.